So, genau. Was war das jetzt eigentlich und was soll das? Ja, was mache ich da eigentlich? Moin zusammen. Ja, ich habe den Generator überprüft. Ich habe geguckt, ob die Batterie wirklich im Eimer ist oder der Generator nicht lädt. Die Batterie ist ein bisschen fadenscheinig, ne? Ich glaube 54 Ampere-Stunden hat die. Das ist natürlich nichts. Ja. Er war ein bisschen müde, ne? Am Anfang. Dann, als ich das Licht angemacht habe, ist der Regler dann nochmal wach geworden. Ja. Hatte mich jetzt eigentlich nur gefragt, reicht das? Ne? Wie gesagt, kurze Idee, Camper. Ne? Braucht eine Verbraucherbatterie hinten, logischerweise. Aber die können wir wohl vergessen, über die Lichtmaschine zu laden. Dann zweite Idee, Solarplatten. Mal gucken. Solarplatten, Laderegler und Verbraucherbatterie. Schweineteuer. Vielleicht sponsert mal einer sowas. Ja. Haben ja alle was von, ne? Tja. Ja, eine sogenannte Aufbaubatterie für den Camper. Über die Lichtmaschine jetzt noch zu laden zusätzlich macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Ja gut, auf langen Strecken eventuell mit dem Trennrelais, ja. Ich möchte aber auch noch ganz gerne eine Standheizung hier einbauen. Jetzt weiß ich nicht, worüber ich die laufen lasse. Am besten nicht über die Fahrzeugbatterie. Auch über die Aufbaubatterie. Das, die ziehen gar nicht so viel. Die durchschnittlichen Warmwasserbatterien, Batterien sage ich schon, Standheizungen. Ich habe zwei hier für einen Diesel. Einen für einen Benziner, einen für einen Diesel, fällt mir gerade ein. Webasto. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ne? Also den Motor aufzuwärmen ist grundsätzlich gut für den Motor, klar. Kein Ding. So, dann wird irgendwann das Gebläse im Innenraum aktiviert. Durch diese Standheizung. Und die Fahrzeugheizung wird praktisch benutzt, um den Innenraum aufzuwärmen. So, das funktioniert auch tadellos, ne? Das ist nicht das Problem. Im Winter ist das toll, ne? Morgens in ein vernünftig warmes Auto einzusteigen. Es gibt keinen Kaltstart. Das Öl ist schon vorgewärmt, etc. etc. Ne? Alles super. Aber für eine reine Aufbaubatterie, wo man im Grunde genommen nur heizen möchte, wenn man steht, ist das über die Batterie hier vorne und über den Motorkreislauf nicht besonders toll. Bedeutet, eine Dieselstandheizung, wie ich im Land Rover habe. Ja, China-Heizung. Gibt es mittlerweile mit ABE. Nicht erzählen lassen, die sind alle illegal, das ist Quatsch. Gibt es mittlerweile mit allgemeiner Betriebserlaubnis, also von daher ist das gar nicht mehr so schlimm. Ja, ist vielleicht die bessere Lösung für den Wagen. Und für die Nutzungsideen, ja. Ja, nächste Baustelle, über die ich nachdenke, ist das Dach. Wie man sieht, Rost und Löcher. Ich würde gerne meinen Arbeitsscheinwerfer ganz gerne da drin irgendwie verankern. Also die LED-Leiste, ne? Letztendlich wird da irgendwo für Fernscheinwerfer noch einen Platz finden, ne? Ihr kennt die Gegend hier ja mittlerweile selber. Ich habe euch die Fernscheinwerfer am Land Rover gezeigt, beziehungsweise die Arbeitsscheinwerfer. Ist gelegentlich schon, das kann den Hintern retten, ne? Bei den Wildwechseln hier. Ja. So ist das. Und ja, das Dach würde ich gerne so, wie es da jetzt ist, erhalten. Es gibt GFK-Nachbauten für 200 Euro, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also das da kann man sicher nicht noch retten. Ne? Man kann es abschrauben. Das werde ich morgen mal machen. Und dann mal sehen, was da drunter ist an Elend. Diesen Kantenschutz da rundrum nehme ich ab. Und dann gucke ich mal, was von der Blechsubstanz noch da ist. Das Ding am Ende zu schweißen ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Aufregend ist, wie hindert man das ganze Teil am Rosten? Und da wird es anstrengend, glaube ich. Weil die Dinger haben nach einem Jahr oder nach 2 Jahren haben die gerostet, das weiß ich noch. Ja, und die waren bei Opel richtig beliebt, die Dächer. So, das ganze Auto, kein Ding, aber die Dinger da oben, oh oh. Das war nicht witzig, das war noch nie witzig. Ja, dieser Kantenschutz da oben, der hier rundherum geht, ne? Um das Blechteil. Da sammelt sich Schmutz, es reibt. Die waren nach 1, 2 Jahren waren die durchgerostet. Ne? Und der hier auch, der sammelt Wasser ohne Ende über das Dach. Deswegen steht er eigentlich auch noch hier drin. Ich wollte eigentlich schon etwas anderes machen. Ja, ich würde es nur ganz gerne vorher dicht bekommen. Ja. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht. Wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, grüß Gott. Ja, ich weiß, das Video hat anders angefangen und jetzt, ja, wir mussten den abholen. Neue Scheinwerfer hat er gekriegt. TÜV hat er auch noch bis April 23. Reifen sind gut, kein Billigkram. Klimaanlage funktioniert. Gut, ist immer noch ein bisschen Raum für Verbesserungen, ne, bei einem Auto, was täglich genutzt wird, klar. Ne? Bleibt nicht aus. Funktioniert alles. Ja. Ein schönes Nutzfahrzeug, wie man so schön sagt. Das ist ein 316i, 115 PS. Laderaumabdeckung haben wir auch dabei gekriegt. Der soll jetzt eigentlich verschrottet werden, weil er bremst nicht mehr. Die Bremsflüssigkeit verloren. Ja. Da der gute Mann ein Abonnent ist, haben wir uns des Fahrzeugs angenommen. Jetzt ernsthaft, die müssen fürs Verschrotten bezahlen. Ne? Ja. Was haben wir denn da? 6. Hand haben wir. 85 kW, ja, 115 PS. Klimaanlage ist eiskalt. Ja, wie gesagt, bis April TÜV. Keine Schönheit, aber funktioniert. Ja, der übliche Rost beim E46, ne? Ja, Kotflügel. Ja, hier natürlich auch. Naja, kann man nichts machen, ne? Jo. Einparkhilfe hat er offensichtlich auch. Gut. Dann bringen wir den mal nach Hause, weil wir sitzen noch mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Dann bis später mal. Recht gut sieht, der fährt recht anständig. Klimaanlage läuft. Keine Einwände. Kein großes Geklapper. Zieht ordentlich durch. Bremsen. Ja, er bremst. Das ist genau das Problem an der ganzen Sache. Vom Vorbesitzer ist die Bremsanlage ausgefallen. Deswegen, ne, fahren wir jetzt über Feldwege. Es fühlt sich absolut nicht so an, als ob ein Bremskreis ausgefallen ist. Irgendwie ist das seltsam. Sehr eigenartig und es fehlt auch Bremsflüssigkeit. Sehr seltsam, sehr seltsam. Also Motor ist kerngesund. Gut, das ist ein 316, ne? Ich meine, es reicht. Das ist noch nicht Richtung Spaß, aber es reicht schon, um sportlich zu fahren. Ja, die Leuchte da unten in der Mitte werde ich gleich mal auslesen. Klimaservice und so, alles in der Richtung, habe ich vorhin die Aufkleber gesehen, ist alles gemacht worden. So, dann. Ja, so sieht er von innen aus. Geht eigentlich, ne? Gut. Trotzdem meine Staubsauger eine Runde schwingen. Wie er vorher außen aussah, habt ihr gesehen. Ja. Kann man hier und da ein bisschen Pflege gebrauchen. Aber alles noch im Rahmen, wie man so schön sagt, ne? Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er fertig ist. So, ich denke, dass er jetzt eigenermaßen erträglich aussieht. Ja, so viel war es nicht, ne? Ja. 185.882 Kilometer. Ja, die üblichen Softlack-Macken, ne? Kann man nichts machen. Was ich jetzt persönlich machen würde, wenn wir den Wagen behalten würden, einmal die, ja, den Softlack runter. Kriegt man mit Backofenspray ganz gut runter und dann neu lackieren, ne? Ja. Isofix hat er. Man sieht es da unten an der Klappe. Da. Dann haben wir hier eine schöne Mittelarmlehne mit Getränkehaltern. Da hat aber einer komisch angekreuzt. Ja, und hier noch irgendwas anderes, ein Fach. Mit Skisack wahrscheinlich auch. Ja. Fährt traumhaft, ne? 82 Kilometer jetzt mit dem Ding abgerissen. So. Jetzt haben wir noch einen Schandfleck. Ja, ich habe es gewagt, ihn in die Waschanlage zu bringen. Ja. Sieht gleich wesentlich besser aus. Ja. Nein, das gefällt mir nicht. Man sieht, der Motor ist furztrocken. Ja. Ich will jetzt nur noch mal ein Vorherbild zeigen. Der Motor ist furztrocken. Macht auch seinen Job, also ne? Keine Einschränkungen. Ja, hier. Klimakundendienst, Bremsflüssigkeitswechsel, alles gemacht worden, neue Batterie ist drin. Ja, Scheinwerfer sind auch neu. Beide vorne. Für jemanden, der sich um so ein Auto kümmern kann, ist das toll. Nur ich habe da ehrlich gesagt keinen Nerv drauf, der passt auch einfach nicht zu uns, ne? Das ist... So. Huschen jetzt mal eben schutzlos und machen den Motorraum noch sauber und dann, ja, dann ist er eigentlich soweit fertig und ganz ehrlich gesagt, ich verkaufe das Ding, ne? So wie er ist. Ich mache an der Bremse nichts, da muss wahrscheinlich irgendwas entlüftet werden oder weiß der Teufel. Soll irgendjemand sich das Ding holen? Also man kann gefahrlos damit fahren, ne? Es ist halt nur ein sehr weiches Bremspedal. Und es wird angezeigt, dass Bremsflüssigkeit fehlt. Also... Wie gesagt, 82 Kilometer gefahren, nicht einmal Ärger gemacht, das Ding. Ganz normal gebremst. Er ist auch nicht nur ein Kreis, der bremst, habe ich erst gedacht. Es bremsen beide Kreise. Ja, also wie gesagt, Klimaanlage funktioniert. Keine Beanstandung. Ja. Interessantes Auto. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir von der Waschanlage zurückgekommen sind und dann ist er eigentlich mehr oder weniger fertig, ne? So, wir haben ein erstes Zwischenergebnis. Einmal grob übergewaschen. Ganz normal in der Waschanlage, ne? Wie man hört, der Motor läuft sehr schön, sehr ruhig. Ja, der Radlaufchrom ist halt dem BMW Gold geschuldet, ne? Radläufe. Das hatten sie alle. Ne? So, Innenraum. Kann sich jetzt wieder deutlich sehen lassen. Wie gesagt, Klimaanlage läuft einwandfrei. Isofix, hat er alles. Ich verkaufe ihn. Ne, passt einfach nicht zu uns. Ach ja, da ist mein Öl. Ich habe einen 20-Liter-Kanister geschnappt. 10W40. Ja. Nein. Der kann eigentlich wieder gehen. Ich gucke mir das mit der Bremse noch eben an und dann... Ab morgen ist er eh bei eBay Kleinanzeigen drin, wenn mir einer das Ding so abnimmt. Bitteschön. Wie gesagt, der TÜV bis April fährt. So wie er jetzt ist, fährt er einwandfrei. Nur wie gesagt, das ist ein sehr weiches Bremspedal. Das gucke ich mir morgen nochmal eben an. Mal schauen, ob ich das für ein Video mache. Werden wir sehen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, der fährt traumhaft, der Wagen. Ne? Sehr elastisch. Für einen 316er, da ist ein 1,8 Liter Motor drin. Wie gesagt, Baujahr 2003. Kann man so mit leben. Also die Reifen sind auch einwandfrei. Ne? Ah, aufmachen. Ja, jetzt kann man hier drunter auch mal wieder reingucken, ohne das Erbrechen zu kriegen, das große. Und wie gesagt, der Motor läuft top. Keine Beanstandung, gar nicht. Ja. Hey, jetzt mache ich noch ein paar Fotos für eBay Kleinanzeigen und dann... Wird er uns schnellstmöglich verlassen. Wie gesagt, wenn er nicht sofort weggeht, mache ich das mit der Bremse noch eben. Und ja. Die Bremsen selber sind relativ neu. Ne? Also wahrscheinlich irgendwo, was weiß ich, eine Leitung, ein Sattel oder weiß der Teufel. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht drunter geguckt. Ne? Wir haben das Auto gestern geholt. Ich habe ihn jetzt sauber gemacht. Das sah wirklich schlecht aus. Ne? Ja, wenn er nur auf dem Hof rumsteht, ne, das will man erwarten. Ne? Putzt ja nicht jeden Tag. Ja. Ein schickes Auto. TÜV-mäßig prophezei ich einfach mal, der geht so nochmal durch. Und solche Sachen hier, es gibt genug Reparaturtutorials für diese Radlaufgeschichten. Das kriegt man hin. Ne? Notfalls packt man sich einen China-Kotflügel in der passenden Lackfarbe drauf. Die gibt es bei eBay. Ja, man muss auch nicht übertreiben. Das ist immer noch ein alter BMW. Aber der kann noch lange halten. Ja. Einmal drüber poliert und so. Ein bisschen Arbeit reinstecken, dann fährst du mit dem Ding noch ewig. Ne? Das ist ein Steuerkettenmotor. Was soll da passieren? Ne? Gut. Für dieses Video kommen wir jetzt mal zum Ende. Ach übrigens, da hinten wohnen wir. Und zwar genau da. Über meinem Finger, da ist das Haus. Ja, warte mal. Jetzt habe ich euch den monumentalsten Sonnenuntergang aller Zeiten eingefangen. Wünsche euch ein sanften Start ins Wochenende natürlich. Und ja, wir sehen uns Sonntag wieder. Vielleicht eventuell nochmal mit dem BMW. Wir werden sehen, wie ich mich entscheide, wie die Resonanz morgen ist auf eBay Kleinanzeigen. Ab morgen, wenn das Video veröffentlicht wird, ist der auch online. Ja, wir werden sehen. Ne? Okay, wir sehen uns.